herzlich willkommen zu einer weiteren Woche Real Farming LS19 meets Reality hier auf der Schwatzingen. So, da hat der Jürgen Rasex hat hier schon angefangen bereit zu machen, aber ich muss den ganz schnell unbedingt nochmal anrufen. Dann. Oh, da wollte ich auch zurück anrufen. Hallo? Hallo? Ja. Jürgen? Ja. Ich glaube, du musst doch mal kommen. Ich glaube, wir müssen noch mal ein Bäumchen hier wegmachen, ohne dass der Bürgermeister das mitkriegt. Ich mach das gerade mal schnell weg und vielleicht kommst du mit dem Dings da noch mal vorbei, mit diesem Häcksler. Ja. Dass der die Spuren verwischen, weißt du? Jo. Gut, dann bis gleich. Hä? Da sind noch die Baumstümpfe, ne? Ja, stimmt. Ist das okay für dich, wenn wir die da lassen? Weil dann placen wir das Gehege drumherum. Dann sagen wir, das wäre so ein Kaustein da oder sowas für die Schafe. Ja, die müssen sich ja irgendwo kratzen, klar. Ja, genau. Wenn das geht, kein Ding. Jo, okay. Gut, bis gleich. Oh, ich bin da. Jo. Kommst du um die Ecke gedüst. Wir haben jetzt eigentlich noch Messe, ne? Beim LU. Das Landhandelfest. Die habe ich schon geschnitten. Ah. Ja, dann muss ich da auch gleich mal hochfahren. Wenn du willst, kannst du mit dem Fender fahren. Mit dem 939. Ah, mit den Hackschnitzeln? Genau, dann kannst du damit fahren, dann kannst du den oben bei der Werkstatt stehen lassen, dann fahrst du dich runter. Jo, können wir machen. Pass auf, jetzt. Nicht, dass ich dir die Holzscheide an den Kopf werf. Weißt du, wie das geht, das hier? Theoretisch schon, praktisch weiß ich es nicht mehr. Auf der Messe, bei der Messe habe ich es mal gemacht. Ja, was hast du denn zuletzt gemacht? Mach nochmal. Aha, hier unten bewegt sich irgendein Kolben. Warte mal, ich guck mal gerade in die Bedienungsanleitung rein. Jetzt müsstest du. Kann irgendwie kein Motor anschalten. Jetzt geht's los. Ah, gut. Ich kenne das Teil hier nicht so. Da ist ein Knoll seins, oder? Hans-Peter. Ah, okay. Ding ist voll. Der Anhänger ist voll. Ja. Nee, aber egal. Nimmst du den Rest mit? Okay. Gut, dann düsen wir hoch. Um 11 haben sie gesagt. Ja, jetzt ist 2 nach, das passt schon. Ja. Okay. Gut, ich düst dann schon mal, gell? Jo. Bis dann, ciao. Jo. Lass mal jetzt zurechtkommen mit dem Teil hier. Fendt-Armada hier. So, mit so einem Teil bin ich auch noch nie gefahren. Irgendwie, warte mal, das Radio ist aus. Ach nee, falscher Sender. Jetzt.
Also Country Musik muss ja nicht unbedingt sein. So, heute werde ich auch wieder die komplette Woche am Stück aufnehmen und euch die Folgen zurechtschneiden. Der Anhänger hat aber ein bisschen geschoben. Das ist ein bisschen einfacher wie... jetzt hat er schon den Häcksler abgegeben. Das ist ein bisschen einfacher für mich, wie wenn ich jeden Tag oder wenn ich 7 Folgen einzeln jetzt direkt aufnehme. Ich finde es ein bisschen einfacher, wenn das alles zusammen ist und ich dann einfach beim Bearbeiten immer die notwendigen Stücke zueinander schneide. So, gucken wir mal. Landhandel Eröffnungsfest. Ich glaube, die können inzwischen mal so richtig produzieren. Vielleicht haue ich den Harry auch nochmal an. Ich parke da auf dem Kundenparkplatz. So. Wir haben jetzt auch noch einen Polizisten dabei. Also als Polizist. Hallo. Polizist. Hallo, Varuna. Moin. Servus, Hans-Peter. Moin. Hier. Wie geht's? Ist der Harry schon da? Nee. Aber sein Fan stand da gerade eben. Aber kann ich gerade hier reinfahren? Nein, nee, hier ist keiner. Hier ist nicht für. Hey, ich bin nur da gerade auf meinen Hof fahren. Schade, den hätte ich. Achso, ja. Aber der kommt sicherlich auch noch. Ich rufe ihn mal an und frage, ob er kommt. Ja, Brust muss ja nicht, passt schon. Herr Neumann. Ja. Okay. Danke, Marlon. Ich bin aber der Herr Reinhardt. Ja, meinte ich doch. Herr Reinhardt, mit Ihnen wollte ich aber auch nochmal sprechen. Ja, ich auch. Kommen Sie doch gerade mal hier auf die Seite. Wollen wir da hinten in die Halle da? Ja, hier hinten ist, denke ich, ganz in Ordnung. So, ich hätte gerade eine Frage und zwar, wie schaut es denn aus mit einer Baugenehmigung für ein Gewächshaus? Gewächshaus? Ja, wissen Sie, ich hätte gern meinen Salat direkt aus dem eigenen Garten. Ich will nicht immer zum Supermarkt gehen. Sie wissen ja... den spanischen Salat von 10 Milliarden Kilometer gefühlt. Genau, das will ich nicht. Ja. Und vor allem, da muss man dann immer eine Tüte kaufen und das belastet ja die Umwelt auch sehr. Ja. Deshalb habe ich mir gedacht, ob ich mir vielleicht 1-2 Gewächshäuser in den Garten stelle. Können Sie gerne machen. Also okay. Ich hätte damit kein Problem. Gut, dann werde ich mal gucken, ob es dann... Solange Sie da nicht so viel Gülle für die Nitratbelastung reinkippen? Nee, das nicht. Ich werde schon gucken, dass es ausgewogen ist. Aber ich habe noch mal eine Frage an Sie. Und zwar haben Sie ja Ihre Geräte verkauft, habe ich gehört. Ja, die brauche ich ja nicht mehr von der Forstwirtschaft. Ein Teil ging an den Sepp, ein Teil ging an den Hans-Peter. Nur die Subventionierung bräuchte ich dann wieder. Also das... Hallo? Hallo, Volker? Ja. Soll ich gerade was Wichtiges am besprechen? Ja, scheint so. Soll ich gerade weggehen? Mir egal. Weil ja, du musst noch das vom Bauhof da bezahlen. Ja, das machen wir nachher gleich. Okay. Ich komme dann rüber, ich zieh meine Karte durch deinen Scanner. Also wann sie es mir zurückzahlen, ist mir im Prinzip egal. Also, aber eine Subventionierung ist eine staatliche Unterstützung, die muss man doch nochmal nicht zurückzahlen. Ja, aber sie waren ja jetzt nicht unbedingt lang, Förster. Nee, dafür kann ich ja nichts, wenn ich hier terrorisiert werde. Wissen Sie was? Machen wir es so, Sie können es behalten. Okay. Ja, das ist eigentlich Sinn und Zweck einer Subventionierung. Dass man ja jemanden eine Last abnimmt, verstehen Sie? Wissen Sie, es ist so, die Stadt, guckt auch immer nach dem Geld. Und da haben sie nicht so viel gerade, oder wie? Mittlerweile geht's. Okay. Aber
Naja, vielleicht mache ich Ihnen ja den Max mal ein Geschenk oder so. Ich werde mal gucken, dass ich Ihnen da auch... Du hast schon zu viel verraten. Ein Geschenk ist eine Überraschung. Ja, aber Sie wissen ja nicht, was. Stimmt. Tja. Ja, jetzt bin ich interessiert, meine ich. Ja, das können Sie gerne sein, aber bleiben Sie gespannt. Ich glaube, wir müssen mal allmählich zum Fest. Jojo. Hier stehen. Moin. Moin. Willkommen zurück. Jo. Moin. Einmal Servus. Bitte. Moin. Einmal bitte hier zur Bühne. Bitte? Wo ist denn der Harry, ey? Ich geh mal ihn anrufen. Ja, mach mal. Ich glaube, der hat keinen Bock. Der chillt noch. Das sind ja alles Maschinen vom Lohnunternehmen. Ja. Herr Neumann. Sind alles unsere. Außer was können die sich hier alles hier leisten? Außer was? Außer das Auto hier. Das gehört mir hier. Welches Auto? Wo sind sie denn hingegangen? Hier, hinter ihnen. Ach, der blaue hier. So, ja, der Harry blaue. Kommt jetzt. Okay. Dann warten wir noch mal. Ja, gibt's Bier, Freibier. Jo. Hans-Peter, ich habe gehört, Sie sind so ein großer Trinker. Ich habe selber welche in meiner Hosentasche. In der Hosentasche? Was sind das für riesige Taschen? Ja, und? Am besten sind es doch so Bierkästen und keine Flaschen. So? Das sind Arbeitshosen. Ja, mit dem Bollerwagen hinterherrennen am besten. In jeder Tasche habe ich zwei Kästen. Ach du Scheiße. Ja, wie auch sonst. Volker, was machst du denn da? Natürlich voll. Ich gucke gerade ein bisschen nach meinen Feldern. Gehen die überhaupt mal leer? Mein Feld ist verdorrt! Hast du ja auch ein Feld? Jo. Marlon? Ja. Das hat er aber nicht. Wo bist du denn? Zum wo Ernten, bist du oder? Den? Warte. Marlon. Da muss ich gleich mal nachgucken hier. Was mal, ich weiß gar nicht mehr, was ich mit dem Neumann ausgemacht hatte wegen dem Feld. Ob ich da. Ich glaube, ich habe ihm gesagt, er soll sie erstmal so lassen, wie sie sind, und ich kümmere mich selber drum. Ich habe ja noch gar keine Sämaschine. Da muss ich mal noch überlegen, was wir da tun. Und dann schauen wir mal. 65 mal gerne reservieren. So. 65, wo liegt die denn? Ach, da unten. Direkt daneben. Jo, zur Pacht oder Kauf? Nee, erstmal reservieren, ich würde die bald gern kaufen. Okay, ist reserviert. Jo, merci. Wetter. Entschuldigung. Herr Barona? Hallo. Ja. Hallo? Also knallst du gleich Weizen drüber denn? Und düngst dann einmal ja. Drüber. Ah, da ja. Hinten. Ja, das merci. Mach ich. Falls Ihnen mal die 101 kommt zu dann klein später. Wird, könnten wir jo. Vielleicht schauen, ob die 68 was ist. Oder die 100 ist das. Weil die wäre dann auch noch zur Pacht. Also ich weiß ja nicht, wie viele Schafe Sie wollen. Die 100 habe ich doch gepachtet. Ja, aber falls Ihnen die mal zu klein wird, könnte ich Ihnen auch noch die 68 anbieten. Ach, die 68. Die zwar auf der ganz anderen Seite, aber ist wesentlich größer. Nee, das ist mir zu weit weg. Okay. Aber ich müsste mit Ihnen... Hans-Peter, belauschen Sie ja. Uns? Nein. Okay. Der trinkt wahrscheinlich wieder. Hm? Ja, das stimmt, der kriegt ja aus seinen Bierkästen in der Hosentasche. Und der genau. Kriegt dann sowieso nichts mit. Ja, genau. Okay, aber was ich haben müsste... Sie gesagt? Nix. Der kann dann mal in die Ausnüchterungszelle. Ich bin weg. Leute, alle ich bin weg. Alle Tische. Ich glaube, geh dann auch mal am besten. Servus, was Harry. Was passiert denn hier? Hallo. Harry, wo bist du? Alle zur Bühne, bitte. Ah, ja, hallo. Geht's gut? Alles gut, ja. Hans? Gut. Aber wer gibt denn hier so komische Laute von sich? Ein Tier? Passen Sie mal auf hier, das Dings von dem Mais ist scharf. Da sind doch die Schutzkappen drauf. Ja, aber da. Ah. Ne, geht's hier jetzt mal los? Wer wollten was ja, sagen? Herr Reinhard. Ja, du darfst anfangen. Bürgermeister, also. Du musst immer labern, ey. So ein Labersack. Ja,